das erste Pascha. Die letzten beiden Folgen haben uns geholfen zu sehen, dass der erste Exodus, der Bund am Horeb, das Wüstenheiligtum und der im nachempfundene Tempel sowie das gelobte Land nicht die Erfüllung aller Hoffnung waren, sondern vielmehr der Keim einer Sehnsucht auf einen neuen Exodus, einen neuen Bund, eine neue Gegenwart Gottes im Volk und ein neues Reich. Und wir haben gesehen, dass Jesus ganz bewusst als neuer Mose in Erscheinung tritt und darin seine messianische Sendung offenbart. Einen solchen neuen Mose hatte das Buch Deuteronomium in Aussicht gestellt. Und die Evangelisten zeigen uns die Parallelen. Die vier großen Aspekte, die wir im Zusammenhang mit Mose bisher besprochen haben, sind jedoch nicht die einzigen von Relevanz. Ja, fast noch bedeutender in den Evangelien ist der Anklang der folgenden drei Dinge. Das neue Pascha, das neue Manna und, wenn auch oft übersehen, die neuen Schaubrote im neuen Heiligtum. Die offensichtlichste Parallele, die kaum jemandem entgeht, ist das neue Pascha, das Christus eingesetzt hat. Und wie das erste Pascha rettet auch das Neue vom Tod und schenkt Leben. Das Pascha ist die entscheidende Ouvertüre zum eigentlichen Exodus. Die Geschichte ist vermutlich den meisten als seltenes Erbe des Religionsunterrichts bekannt. Ja, wir möchten noch einmal die Geschichte von Moses hören. Wir wollen den Disney-Film sehen. Im Hinblick auf die letzte der Plagen, welche das verhärtete Herz des Pharaos über Ägypten zwingt, wird Israel Folgendes aufgetragen. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Nichts davon dürft ihr roh oder im Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer gebraten sein. Kopf und Beine dürfen noch nicht vom Rumpf getrennt sein. Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. So aber sollt ihr essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig. Es ist die Pascha-Feier für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Hatte der Pharao einst angeordnet, dass alle männlichen Nachkommen Israels zu töten seien, so sollte der Tod nun Ägypten heimsuchen und als letzte Warnung den ersten der männlichen Nachkommen treffen. Israel war aufgetragen, jährlich das Pascha-Fest zu wiederholen, im Gedenken und als Vergegenwärtigung der Rettung aus der Sklaverei. Ein paar Dinge sollten wir vielleicht hervorheben. Beim ersten Pascha gab es noch kein besonderes Priestertum. Dieses wurde erst am Horeb eingesetzt. Vormals gab es das natürliche Priestertum, bei dem ein Haupt des Hauses, wie etwa Abraham, einen Altar aufschichtete und dort Opfer brachte. Auch Melchisedek, ein Zeitgenosse Abrahams, tritt nicht nur als König, sondern als Priester in Erscheinung. Abraham gibt ihm den Zehnten. Melchisedek opfert Brot und Wein. Pitre will in der Einsetzung des levitischen Priestertums ein gewisses Scheitern am Ideal erkennen. Gott hatte bei seinem Bundesangebot von Israel als einem Reich von Priestern gesprochen. Pitre macht die Episode mit dem goldenen Kalb dafür verantwortlich, dass dieses allgemeine Priestertum den Stämmen weggenommen und dem Stamm Levis übertragen wurde. Es stimmt, dass auf den zornigen Ruf des Mose, wer nun für den Herrn sei, sich nur die Leviten um ihn sammelten. Aber so eindeutig scheint mir der biblische Bericht nicht,
um mich von dieser Leseweise zu überzeugen. Auch wenn sie Pitre später ein christologisches und ekklesiologisches Sprungbrett bietet. Denn zum einen war es nach dem biblischen Bericht Aaron selbst, der das goldene Kalb auf den Wunsch des Volkes hingießen ließ. Zum anderen wird von der Einsetzung des levitischen Priestertums, von Aaron und seinen Söhnen, bereits einige Kapitel vor dem Abfall Israels berichtet. Das spezifische Priestertum erscheint als Teil des Heilsplans und nicht als Konsequenz der gravierenden Schuld. Eine Anmerkung, die jedoch hilfreich scheint, ist die Schlachtung des Lammes, die in diesem Bericht nicht näher beschrieben ist. Zunächst wurde das Lamm geschlachtet. Das geschah damals durch einen Schnitt im Hals und das Ausbluten lassen des Opfertiers. Das Blut wurde in einer Schale aufgefangen und im Fall des Pascha mit einem Isopzweig auf die Pfosten und Querbalken des Eingangs gestrichen. Der biblische Isop meint wohl nicht den Lippenblüter, der heute diesen Namen trägt, sondern eine damit verwandte Pflanze, den syrischen Majoran bzw. Oregano. Dieser Teil des Ritus wurde in späterer Zeit nicht wiederholt, denn gefeiert wurde das Pascha in der Zeit des Tempels fernab vieler Wohnstätten in Jerusalem, wohin die Menschen zum Fest pilgerten. Die Zahlen, die Josephus für das erste Jahrhundert nennt, mögen übertrieben sein. Er spricht von 250.000 Lämmern, die damals zum Pascha-Fest in Jerusalem geschlachtet wurden. Das würde nach den Vorschriften für etwa 2,5 Millionen Menschen reichen. Aber auch wenn es 250.000 Pilger statt Lämmer waren und somit 25.000 Opfertiere, dann muss dieses Geschehen sehr eindrücklich gewesen sein. Der Talmud beschreibt es wie folgt. Die riesige Anzahl der Lämmer wurden in drei Durchgängen geschlachtet. Sobald die erste Gruppe der Männer eingetreten und der Tempelhof gefüllt war, wurden die Tore des Tempels geschlossen. Man stieß in ein Widerhorn. Die Priester standen in Reihen mit silbernen und goldenen Schalen. Die Männer mit ihren Opfertieren traten heran, schlachteten das Tier und ein Priester fing in einem Gefäß das Blut auf. Dieses wurde dann an den nächsten Priester weitergereicht, bis zu dem Priester, der dem Altar am nächsten stand. Dieser schüttete das Blut gegen den Sockel des Altars. Während dieses Rituals sangen die Leviten das Hallel, das sind die Psalmen 113 bis 18. Wenn sie mit dem Psalmen durch waren, begannen sie von neuem. Nach der Opferung brachten die Männer die Tiere in die Familien zurück, wo sie zubereitet wurden. Wichtig ist, dass es beim Pascha nicht nur um das Schlachten der Lämmer geht, sondern auch um das Verzehren seines Fleisches mit dem ungesäuerten Brot, welches an die Hast erinnert, mit der Israel aufbrechen musste, und den bitteren Kräutern, die das Leiden des Volkes repräsentieren. Vom Lamm durfte nichts übrig bleiben. Und dieses Mal war keine offene Tafel. Nur das Bundesvolk konnte daran teilhaben, sich auf diese Weise mit dem geopferten Lamm verbinden und Rettung erfahren. Bis zur Zeit Jesu hatte man diese Feierlichkeiten mit verschiedenen Traditionen angereichert. Einige sind auch heute noch im jüdischen Sedermahl lebendig, auch wenn das Paschafest dort einen weiteren Wandel durchlaufen musste. Denn eine Generation, 40 Jahre nach Jesus, endeten die Opfer und das jüdische Priestertum mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer. Als Jesus hingegen auf Erden wandelte und zu den Festen nach Jerusalem hochzog, da waren bestimmte und signifikante Bräuche zu sehen, von denen die Schrift selbst nichts berichtet. Erstens heißt es in der Mischna, dass den Lämmern bei der Zubereitung nicht nur ein Spieß aus Granatapfelholz durch die Länge getrieben wurde, sondern man oft auch nach der Schlachtung zur Häutung ein horizontales Holz verwendete, auf dem die Füße fixiert waren. Aus diesem Grund konnte Justin der Märtyrer in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon völlig korrekt schreiben, das Pascha-Lamm, das gebraten wird, wird in der Form eines Kreuzes zugerichtet, denn ein Spieß ist von unten bis zum Kopf durchgesteckt und einer quer über den Rücken, an dem die Füße des Lammes befestigt sind. Dass Christen dieses Detail ins Auge fiel, ist im Hinblick auf den Kreuzestod Jesu nicht verwunderlich. Das zweite Interessante ist, dass die Mischna erklärt, dass diese Feier auf eine Weise die Erlösungstat von Ägypten in die Gegenwart holte. Darum soll beim Paschamahl der Sohn den Vater fragen, warum ist diese Nacht anders als andere Nächte? Daraufhin erzählt der Vater, zwar mit einem Blick in die Vergangenheit, aber so, als sei er selbst aus Ägypten herausgeführt worden von der erlösenden Tat des Herrn. Drittens. Einige rabbinische Traditionslinien betonen den Bezug zwischen dem Pascha und dem Messias. Rabbi Josua, Sohn des Hanania, der priesterlicher Abstammung war und im Tempel gedient hatte, bevor dieser zerstört wurde, sagt: In jener Nacht wurden sie erlöst
und in jener Nacht werden sie erlöst werden. Das heißt, die messianische Hoffnung war mit dem Pascha-Fest verbunden. Im gleichen Sinn lässt ein alter jüdischer Kommentar Gott zu seinem Volk sprechen: In dieser Nacht, also in der Pascha-Nacht, sollt ihr wissen, dass ich euch erlösen werde. Und weiter, der Messias, der der Erste genannt wird, wird im ersten Monat kommen. In Anspielung auf den Monat Nisan, in dem das Pascha-Fest gefeiert wurde. Mit diesem kurzen Überblick und der Herausstellung einiger interessanter Details zum alten Pascha-Fest lassen wir es in dieser Folge bewenden. Sehen wir uns in der nächsten an, wie Jesus sein letztes Pascha feierte und hineinhob in eine neue Wirklichkeit, die mit ihm gekommen war. Universum.